glaube, das Allerwichtigste ist ganz grundlegend ein Mentalitätswechsel in Deutschland. Wir sind mittlerweile zu sehr darauf getrimmt, in jeder Lösung ein Problem zu sehen. Erstmal die Probleme, dann die Gefahren, dann die Risiken zu diskutieren. Wir müssen wieder proaktiv nach vorne denken, auch mal ein Risiko in Kauf nehmen, um aus einer Idee nachher eine Innovation zu machen, die sich am Markt durchsetzt. Und vor allem müssen wir einen derartigen unternehmerischen Geist in unserer Gesellschaft wieder installieren, eine Gründeroffensive vorantreiben und als Politik dann die Rahmenbedingungen setzen bei Infrastruktur, bei Bildung, bei Finanzierung, bei Entbürokratisierung, damit Unternehmer aus ihren Ideen dann eben Erfolge auch generieren können. Dass jemand an seine Idee geglaubt hat, aus einer traditionellen Technik, dem Maschinenbau, der Werkzeugherstellung, völlig neue Anwendungsfelder zu finden. Hohe Qualität, aber mit immer wieder neuen Ideen, die es mit neuen Techniken, Laser, 3D zu kombinieren. Das heißt also, aus einem 100-jährigen Traditionsbetrieb immer wieder neue Anwendungsbeispiele zu finden und damit eben auch Frontrunner zu sein in einem sehr umkämpften Markt.